Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Fractured Space. Ich habe schon lange nichts mehr in der Hinsicht gemacht. Generell war jetzt im Moment ein bisschen Stillstand bei mir auf dem Kanal, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich wieder ändern. Zumindest ist das geplant. Wer fehlt denn da noch? Die Ghost. Wäre es lieber gewesen, wenn der Heiler mitgekommen wäre. Naja, gut, sei es drum. Es hat mittlerweile ein neues Update gegeben. Und unter anderem haben sich die Schiffspreise verändert. Es hat sich auch noch so ein bisschen was anderes getan, wie zum Beispiel die Point Defense. Ist standardmäßig erstmal auf Automatik gestellt. Das ist auch eine neue Variante, die vor allen Dingen bedeutet, dass das Ding sich automatisch anstellt, aber man kann sie halt nicht mehr direkt als Waffe zum Beispiel stellen oder aus. Oder sie braucht keine Energie, aber dafür ist es irgendwie unpraktisch. Gab anscheinend am Anfang auch ein bisschen einen Fehler. Ich glaube, mit den Cloakern gab es einen Fehler, aber ist auch egal. Hat sich, glaube ich, mittlerweile erledigt. Für Einsteiger ist aber definitiv das leichtere. So, jetzt mal kurz gucken. Auf der gegnerischen Lane. Ah, da kommt der erste. Den habe ich gerade schon springen sehen. Ne, Moment, das ist der, den wir kaputt gemacht haben. Ich dachte eigentlich, da käme einer jetzt von dem, aber ich glaube, die kommen jetzt. So, den noch zerstört. Und dann machen wir uns jetzt mal von dann. Nicht zu viel riskieren. Wieso haben wir eigentlich die mittlere Mine nicht? Oh, ich war der festen Überzeugung, wir hätten die eingenommen. Ach, meine Güte. Ich habe in letzter Zeit zwar gespielt, ab und zu mal, aber wirklich nicht viel. Dann kommt sowas wahrscheinlich schon mal vor. Der ist vor allen Dingen ärgerlich, der Fehler. Weil wir hätten jetzt auf jeden Fall schon Level 3 gehabt. Ich bräuchte irgendwie Unterstützung. Ach, schon wieder die Ghost. Warum kommt denn der Heiler nicht zu mir? Oh, das war keine gute Rakete. Ah, Reaper. Komm her. Ah, Schild ist aktiviert. Genau, dreh dich ein bisschen. Und kaputt. So. Jetzt gehört es uns. Und jetzt gehe ich aber erst noch natürlich erstmal aufwerten und dann zur Gamma. Schild aufwerten. Oder was heißt Schild? Panzerung. Ich gönne mal meinen Leuten in Beta den Jump Point. Bin ich gerade echt in Meme reingeflogen? Ah, Paladin. Ich hätte gedacht, die Paladin flieht noch, aber. Ne? War wohl nicht so. So spät. Haben wir denn noch? Die Black Widow ist noch da. Aber ich glaube, meine Rakete ist dafür zu langsam. Gut, die springen alle zur Alpha. Ah, nee. Ich gehe erstmal zur Beta, weil wir sollten mal die Minen da hinten holen. Bin ich zwar eigentlich der Falsche für, aber sei es drum. Navigation Officer here, I feel sick. The jump is now complete.
Ghost Raider und Watchmen. Es ist eine Mischung gerade irgendwie. Ah, die Superlifter fliegt dahin, das ist gut. Dann gehe ich nämlich immer weiter. In letzter Zeit bin ich mir nicht so sicher, was die Leute tun. Ich habe zu viele Spiele erlebt, wo die Leute einfach neu waren und überhaupt keine Ahnung hatten. Deswegen traue ich einfach niemandem mehr im Moment. Das hat sich auch. Ach ja, eine Sache, was sich getan hat, wenn man länger nicht mehr reingeguckt hat. Die Brackets wurden verändert. Es gibt nicht mehr vier wie zuvor, sondern nur noch zwei. Geteilt bei 1200 mmR. Und ich treibe mich immer noch im ersten rum. Ich hatte einfach zu viele Probleme seit dem, dass sich so einiges verändert hatte, sagen wir es mal so. Das Matchmaking generell. Na, Anon, dreht euch mal. Ich muss hier weg. Ich sollte auf jeden Fall was gegen die Black Widow tun. Aber das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Trotzdem, Black Widow lassen wir nicht entkommen. Bevor der mal auf meinen Heiler geht, so. Ah, schön, dass du jetzt springen willst. Das ist sehr gut für uns. Schön. Jetzt sollten wir uns mal verziehen, oder? Wo ist denn der Powergun? Reisen kaputt. Ach, Angriff. Zu spät angeworfen. Deaktiviert worden. Auf der anderen Seite können sie aber vorrücken. Insofern machte das Sinn, jetzt hier zu bleiben. Nein. Kämpfen wir jetzt auf die Pioneer. Das wollen sie es aber alle wissen. Aber unsere Leute sind schon bei denen in der Enemy Base. Insofern bleibe ich jetzt hier. Ich kann auch nicht springen, weil ich dann zurück abgeschossen werde. Geht die Energie aus? Nein, nächste ist schon ausgegangen. Ah, so kannst du stehen bleiben. So ist gut für mich. Dankeschön. Da habe ich mich falsch gedreht. Fällt mir gerade auf mit der Rakete. Jetzt weg hier. Das wird knapp. Bin noch weggekommen. Das muss ich erstmal reparieren. Aber unsere Leute belagern schon Gamma. So,
dafür jetzt erst... nicht Gamma, die Enemy Base natürlich. So, wer will, kann direkt zu uns kommen, Leute. Wobei es jetzt gar nicht mehr nötig ist. Hat mir echt gerade so einen Wegpunkt von die Nase gesetzt? Manno. Okay, Paragon erledigt. Und jetzt geht's weiter. Damit soll es dann eigentlich schon gewesen sein. Ja, so sieht's aus. Oh, ach Quatsch. So, dann sehen wir auch gleich noch eine andere Neuerung. Ja, das Abschlussvideo ist auch ein bisschen verändert worden, das stimmt, aber das meint ihr eigentlich gar nicht. 10 zu 0. Und 8 Captures und das mit der Leviathan. Ne, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ah, Silver Drop. Und... Punkte durchgelaufen. Ich fand ehrlich gesagt das alte Bild schöner. Ist einfach über den Hangar drüber. So, Scoreboard. Most Takedowns und Captures sind für mich. Support logischerweise nicht, wobei der eh nicht so gut gelaufen ist. Wobei doch, unsere Superlifter 15. Man könnte auch mal gucken, die Level 6. Ja, wobei es ging. War nicht ganz so krass, wie ich schon erlebt habe. Das hält sich noch in Grenzen. Hier kann man jetzt auch vergleichen mit den anderen Spielern. Wenn man so im Vergleich abschneidet. Also könnte noch runter scrollen, aber das lohnt sich eigentlich jetzt nicht so weiter. Und wenn schon, schneide ich natürlich dann ganz gut ab. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns zu einem... hoffentlich weiteren Spiel in Fractured Space. Bis dahin erstmal. Ciao.